Ein berühmtes Bild, die Spitzenklöpferin. Ihre Werkzeuge sind Nadeln zum Feststecken der Spitze und die Klöppel, Hölzer, die an Fäden hängen. Klöppeln war früher ein lohnendes Geschäft. Erfunden wurde es in Italien. Frauen in Sachsen waren die ersten, die es in Deutschland zu einem Gewerbe entwickelten. Es ist eine verwirrende und faszinierende Kunst. Vor allem Frauen sind von ihr angezogen. Es kostet sie viel Mühe und Zeit, auch nur einige Zentimeter Spitze herzustellen. An jedem Faden hängt ein Klöppel. Nur mit diesen Hölzern kann die Klöpplerin die Fäden schnell und geordnet kreuzen oder umeinander drehen, so wie es die Vorlage für das Spitzenmuster verlangt. Klöppeln ist eine Leidenschaft. Die Frauen in der Klöppelschule von Annaberg betreiben es heute als Hobby. Ihre weiblichen Vorfahren verdienten damit Geld. Das Zeitalter der Renaissance hat diese Kunst hervorgebracht, die Fertigkeit, Fäden zu komplizierten Netzen zu schlingen. Spitze ist nichts Nützliches, sie wärmt nicht und bedeckt auch kaum eine Blöße. Heute näht man sie allenfalls noch an Damenunterwäsche und Tischdecken. Damals trugen Männer wie Frauen Spitzen an ihren Kleidern als Verzierung an Hals und Kragen, an Ärmeln und Hauben. Auch die Frauen in Sachsen waren nach der neuesten Mode gekleidet, selbst ihre Kinder. In den reichen Silberstädten des Erzgebirges konnten sich viele Menschen diesen Luxus leisten. Sie bezogen die teuren Spitzen aus den Niederlanden und Italien. Auf die Idee, sie im eigenen Land zu produzieren, kamen Bürgerinnen der Stadt Annaberg, die schon ähnliche Textilprodukte herstellten. Für die damalige Mode ebenso wichtig wie Spitze waren nämlich Borten und Bänder. Auch heute noch werden diese etwas weniger aufwendigen Produkte im Erzgebirge angefertigt. Seit etwa 100 Jahren gibt es raffinierte Maschinen. Sie machten die Handarbeit überflüssig. Früher wurden die Borten von Hand gewebt und gestrickt. Spitzen zu klöppeln war schwieriger und zeitaufwendiger, brachte aber auch mehr Gewinn. Als die Annaberger Frauen ihre Unternehmungen begannen, müssen sie geahnt haben, dass die Textilindustrie für das Erzgebirge ein besonders geeigneter Wirtschaftszweig sein würde. Andere Produkte mit Tradition werden immer noch von Hand hergestellt. Troddeln, Quasten, Kugelgriffe und Kordeln, vielerlei schmückendes Beiwerk an Vorhängen, Fahnen oder Uniformen. Posamenten nennt man dieses Zubehör. Sie müssen sorgfältig gesteckt, genäht und geklebt werden. Posamenten und Borten wurden früher noch aus Naturstoffen hergestellt, aus Wolle, Leinen oder Seide. Die Unternehmerinnen in Annaberg beschafften das Material und entwarfen Modelle. Heimarbeiterinnen führten sie aus.
Auch Gold- und Silberborten gehörten zum Sortiment. Die Fäden waren damals noch mit hauchdünnem, echtem Gold oder Silber belegt. Später wurden auch Spitzen daraus geklöppelt. Originalmuster aus dem 16. Jahrhundert gibt es leider nicht mehr. Auch der schöne Klöppelsack im Annaberger Museum stammt aus späterer Zeit. Die Wirtschaftsgeschichte eines Landes oder einer Region lässt sich nur aus vielen Quellen im Überblick rekonstruieren. Wirtschaftliche Vorgänge sind vielfältig. Sie wurden in früherer Zeit kaum statistisch erfasst oder registriert. Über die Annaberger Unternehmerin steht in einer Akte des Stadtarchivs, dass sie jeweils Hunderten von Bortenwirkerinnen und Klöpplerinnen Arbeit gaben. Die Namen von 17 Frauen sind aufgelistet. Es sind die Ehefrauen von Ratsherren, Handwerkern und Grubenbesitzern. Wohlhabende Bürgerinnen, die ihren Hang zum Luxus mit gesundem Geschäftssinn paarten. Frauen, wie sie auf einem lokalen Gemälde abgebildet sind. Das Bild stammt aus der Annaberger Kirche. Die Frauen, die Jesus Christus umringen, stellen Bürgerinnen von Annaberg dar. Annaberg ist eine Kleinstadt im sächsischen Erzgebirge. Ihr Ruhm ist verblasst. Straßen und Plätze lassen immer noch erahnen, dass sie etwas Besonderes ist. Die Stadt ist wie aus einem Guss auf ein Bergmassiv gestülpt. Von Kirche und Marktplatz aus sinnvoll angeordnet. Den größten kommerziellen Erfolg hatte Annaberg schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in der Zeit des Silberrauschs. Hätte man hier kein Silber gefunden, wäre der Marktplatz wahrscheinlich heute noch ein stilles, unberührtes Stück Wald im mittelsächsischen Bergland. Die Stadt wurde wegen des Silbers gegründet, wegen der vielen Menschen, die nach Silber suchten. 10 Jahre nach ihrer Gründung lebten hier schon 8000 Personen. Tausende folgten nach. Damit war Annaberg für damalige Verhältnisse eine Großstadt. Einziehen durfte nur, wer christlichen Glaubens war und sich ein Haus bauen oder kaufen konnte. Die Zugezogenen bekamen Bürgerrechte. Die Stadt war attraktiv für junge Menschen, die sich selbstständig machen und von zu Hause weg wollten. Sie waren fasziniert von der Aussicht, dass sie Silber finden und reich werden könnten. Dafür nahmen sie schreckliche Arbeitsbedingungen in Kauf. Wie es damals unter Tage in den Silbergruben aussah, ist kaum mehr zu vermitteln. Die Stollen, die man heute besichtigen kann, sind höher ausgehauen und besser beleuchtet als damals. Der Bergmann war immer in Gefahr. Sein Arbeitstag dauerte 12 Stunden, nur am Sonntag sah er Tageslicht. Er war die Quelle des neuen Reichtums. Deshalb bekam er in der Annaberger Kirche einen Ehrenplatz in der Nähe von Heiligen und Bischöfen. Die neu gegründete Stadt und ihre Kirche wurden der heiligen Anna geweiht, der Mutter Marias. Für die Bergleute war sie eine Schutzheilige. Die Sankt-Annen-Kirche wurde in wenigen Jahren gebaut und dennoch aufwendig geschmückt. Im 16. Jahrhundert war ein Wohnort ohne Kirche undenkbar. Auch wenn dieser Ort noch ganz neu war und mitten in einem Industriegebiet lag. Ah!
An die rauschhafte Zeit der Stadtgründung erinnert dieses Gemälde. Bergleute von Annaberg haben es in Auftrag gegeben und ihrer Kirche gestiftet. Betriebsam und mit großem Ernst sind die Menschen bei der Arbeit. Jeder Handgriff sitzt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ziel aller Mühen ist das vom Stein geschmolzene Silber. Es wird zu Münzen geprägt. Pures Kapital für den europäischen Markt. Der Silberbergbau im Erzgebirge veränderte die Menschen. Sie entwickelten eine große Arbeitsdisziplin. Sie waren mit Geld zu motivieren. Sie wurden unternehmungsfreudig. Unternehmergeist hatten auch die Frauen, die in den frisch gebauten Bürgerhäusern von Annaberg eine neue Industrie in Gang brachten. Die Borten- und Spitzenherstellung war schon die Folge von relativem Wohlstand. Töchter von Bergwerksbesitzern und Handwerkern nutzten das Kapital ihrer Eltern. Sie vermehrten es, indem sie andere Frauen für sich arbeiten ließen. Sie taten das, was das Bürgertum immer schon getan hat. Aber sie mehrten auch den allgemeinen Wohlstand. Im Rathaus von Annaberg ist die Zeit der Renaissance scheinbar stehen geblieben. In einem Raum ganz besonders. In diesem Zimmer wird geheiratet. Heiraten war im 16. Jahrhundert für viele junge Leute gar nicht möglich. Sie bekamen nur eine Heiratserlaubnis, wenn sie Besitz oder Einkommen nachweisen konnten. Die Spitzenklöpplerin und der Bergmann konnten früher heiraten als ihre bäuerlichen Nachbarn. Sie waren vom Landbesitz unabhängig, weil sie in den neuen Industrien arbeiteten für einen offenen Markt. Sie waren das modernste Brautpaar in ihrer Zeit in Deutschland. In der Mitte des 16. Jahrhunderts waren viele Menschen in Sachsen an industrielle Arbeit gewöhnt. Nur noch die Hälfte der Bevölkerung arbeitete in der Landwirtschaft. Das war eine einmalige Entwicklung im Vergleich mit anderen deutschen Ländern. Auch heute noch empfindet man im Erzgebirge Dankbarkeit gegenüber den Textilunternehmerinnen von Annaberg. Das hat einen besonderen Grund. Das Erzgebirge hörte nämlich bald auf, ein Land des Silberrauschs zu sein. Es wurde immer weniger Silber abgebaut. Der sächsische Bergbau hatte Konkurrenz bekommen. Neu entdeckte Silberminen in Amerika. Frauenarbeit rettete die Wirtschaftsregion Erzgebirge. Das Borten- und Spitzengewerbe florierte weiter. Auch die Männer lernten Borten zu weben. Nur das Klöppeln überließen sie weiter den Frauen. Eine Annaberger Unternehmerin ist heute noch viel geehrt: Barbara Uttmann. Das Spitzengewerbe, heißt es, sei von ihr ausgegangen.